aula. ¿Qué me dirás, Mela? Das ist aus der Walküre. Da sind die Miechens, die die toten Kriminalkommissare mit Boy Otto Hohen vom Alex direkt im Himmel verbrachten. Wer fährt? Wer fährt? Na ja, Sie wissen doch, für ein Auto langen die Spesen nicht. Gut, Herr Kommissar, wenn es sich um einen Toten handelt, hat der Staat doch manchmal großzügige Anwandlungen. Haben Sie eine Ahnung? Na? Ob Sie mir's glauben oder nicht, Müller. Heute wird's das erste Mal sein, dass ich rechtzeitig zum ersten Akt ins Theater komme. Gottes Willen, Herr Kommissar. Bloß nicht berufen. Na, was habe ich gesagt? Ich bin leider tot. Polizeipräsidium, Dienststelle Lohmann. Hofmeister möchte Sie sprechen, Herr Kommissar. Was? Der früher bei uns war? Der, der die Wiesengeschichte gehabt hat? Dieser Lump, der? Dieser Lump? Ich lasse Herrn Hofmeister bestellen. Sein Anruf bei mir ist die größte Unverschämtheit, die mir in meinem ganzen Leben vorgekommen ist. Soll ich zum Teufel scheren? Herr Kommissar Lohmann ist leider schon weg und er und Sie... Und Sie sollen sich zum Teufel scheren, jawohl! Herr mein Gott! Bin ich mir was sagen, Müller? Der Hofmeister... Das war ja meine größte Hoffnung. Ich habe ihm die ersten Chancen gegeben. Und was tut das Aas? Geht hin und lässt sich bestechen. Von den Devisenschiebern. Pfui Teufel. Der Mann, für den ich meine Hand ins Feuer gelegt hätte, von dem muss ich erleben, dass er aus Dienst geschmissen wird wie ein faules Ei. Polizeipräsidium, Dienststelle Lohmann. Ich bitte ihn, um Gottes Willen, er muss mich anhören. Sagen Sie ihm, es geht um Tod und Leben. Herr Kommissar, ich glaube, Sie müssen unbedingt... Ich komme natürlich wieder nicht zum ersten Akt. Ich will mich doch vor ihm rehabilitieren. Und dabei bin ich eben der Sache auf die Spur gekommen. Eine ungeheuerliche Sache. Dreimal haben Sie mich schon fast erwischt. Ich traue mich nicht mehr über die Straße. Hier ist Lohmann. Was ist los? Herr Kommissar, ich danke Ihnen. Machen Sie keinen langen Quatsch. Sagen Sie mir, was los ist. Jawohl, Herr Kommissar. Ich habe also herausgebracht, dass der... Moment bitte. Nur für alle Fälle, Herr Kommissar, lassen Sie bitte meinen Bericht zu Protokoll nehmen. Abhören, nachschreiben. Ich war ja eigentlich nur hinter falschen Banknoten her. Ich wollte mich doch rehabilitieren. Vor Ihnen, Herr Kommissar. 4 Tage lang, 96 Stunden, habe ich da oben an der Rauchklappe gelegen. Jetzt weiß ich, wer dahinter steckt. Aber Sie werden mich dafür verrückt halten. Also wer? Ich schwöre Ihnen, dass ich die Wahrheit spreche. Ich weiß, wer hinter allem steckt. Ich habe den Namen mit eigenen...